CSU-Chef Markus Söder will kein zweites Mal Kanzlerkandidat der Union werden. Nicht jetzt und nicht in 4 Jahren, wie er dem Sender München TV am 24. August erklärte. Ich habe einmal ein Angebot gemacht, ein zweites Mal bringt überhaupt nichts. Er habe vor, sich jetzt voll und ganz auf Bayern zu konzentrieren. Den Vorwurf, er wolle dem aktuellen Kanzlerkandidat Armin Laschet durch gezielte Sticheleien schaden, wies Söder zurück. Ich will, dass wir als CSU erfolgreich sind und Armin Laschet zum Kanzler machen können. Die aktuelle Debatte um einen Wechsel des Unionskanzlerkandidaten bezeichnete Söder als Hirngespinst. Seiner Meinung nach werde Laschet in der öffentlichen Debatte zu negativ beurteilt. Ich glaube, dass er deutlich unterbewertet wird, sagte Söder. Er ist schon ein sehr, sehr guter Politiker. Etwa 70% der CDU-CSU-Anhänger sind dafür, dass Söder Laschet als Kanzlerkandidaten ersetzt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVI hervor. Demzufolge wollen nur 23% der Befragten an dem CDU-Chef festhalten,